da kann man sich ja blöd kaufen, tot kaufen. Dann noch braune, ungenietete Haargummis. Ihr wisst, ich brauche Gummis, die nicht genietet sind, damit die nicht in zwei Teile springen. Ja, Rubbelgewinnspiel. Ah, einen Code kann ich hier, einen Code, hört sich immer an wie Kacke, einen Code frei rubbeln, auch schön. Dann vier so eine Schüsseln. Hallo. Hallo. Kilian, du hattest auch Müll in der Hand. Nicht, dass du den mit zum Auto schleppst. Ist mir nämlich schon passiert. Danke. So, ich habe nämlich ein Action gefunden, da gehen wir jetzt hin. Ist zwar nicht in Berlin, weil alle, die in Berlin sind, sind für mich zu weit. Aber wir werden jetzt mal nach Brandenburg fahren. Extensions sind draußen bei mir, also es hatte jetzt keinen Sinn mehr. Ich glaube, ist auch schon 6 Monate, 5 Monate her. Mal gucken, wann ich sie reinmache. Ich lasse sie jetzt erstmal so atmen, meinen Kopf, bis sich meine Kopfhaut beruhigt hat. Dann werden die anderen Haare ja wieder rebondet. Und ja, also so kaputt sind sie jetzt nicht. Klar, die Spitzen sind im Eimer, aber es geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, darf man nicht sagen. Kilian hat sich gestern entschieden, seine Haare, also er hat ja eh die Haare, eigentlich haben wir nicht viel gemacht, außer die Seiten, die wir immer kurz getragen haben. Kilian, du wolltest nicht als Einhorn gehen. Ja, was mache ich denn? Du warst ein bisschen zu weit an der Stirn vorne. Ich bin noch hinten, ne? Jetzt bist du ein bisschen weiter hinten, aber du kannst ruhig noch ein Stück hinterrutschen. Ja, wir haben die Seiten gekürzt. So. Und jetzt trägt er das, was eigentlich immer lang war, als Zopf. Also war nicht schwierig, die Brust zu suchen. Dass es so billig aufgebaut ist. Sag, oh mein Gott, wir haben da so viel Arbeit reingesteckt. Wir haben megamäßig Arbeit reingesteckt. Es war ganz, ganz schwer, auch diese Cuts hier reinzukriegen an der Seite. Und wir haben 3 Stunden gebraucht, um diesen kleinen Kinderkopf zu rasieren. Irgendwie ist ja die Stimme voll wie saftiges Knie. Zieh den mal richtig fest. Dann geht er. Auch schön. So wünschte ich mir ohne Gummis. Ja, meine halten immer nicht so. Aber ohne Gummis. Auch schön. Naja, gut, wir fahren jetzt los. Wir brauchen ungefähr eine Viertelstunde, kann sein auch länger. Heute ist Mittwoch, der 24.04. Nee, heute ist der 25. Heute ist der 24. Heute ist der 25. 24.04. ist heute. Nein, heute ist der 25. Kilian, heute ist der 24. Dann hast du heute Nacht schon irgendwie eine falsche. Dann war es schon 0 Uhr und du dachtest. Ah, das kann sein. Ah, ja. So. Macht trotzdem keinen Sinn. Möchte nicht so ein Schimpfwörter hören, klar? Upsi, ja. So. Oh, es ist herrlich. Ungewohnt, aber herrlich. Okay, hier sehe ich es gerade. Das Dilemma. Ach komm, echt. Also die trockenen. Soll ich dir helfen? Ja. Ich stehe im Auto nicht, dass die Tür ranklatscht. So, auch schöne Perspektive. Also ein paar Spitzen muss ich an meinen eigenen Haaren auch machen. Ach so, und damit deine Haare hier alle im Gummi sind, solltest du noch ein bisschen Haargel reinmachen. Oh, du hast Sommersprossen. Voll süß. Nicht? Willst du Dutt oder Zopf? Dutt. So. Ja. So, ich komme wieder nach vorne. Ich verstehe immer noch nicht, wie du es machst, aber du bist eine Zauberin! Kriegst du auch bald so schnell hin. Bald kannst du so. Wir üben es ja schon seit ein paar Tagen. Erst gestern. Ja. ein paar Stunden wollte ich sagen, nicht ein paar Tage, ein paar Stunden. Aber es kommt mir vor wie Tage, weil jedes Mal die gleiche Frage kommt. Wie mache ich das nochmal? Muschi?
Ja. Guck mal, hier wird meine Haut besser, aber hier kommt wieder mehr, das muss ich heute ausdrücken. Ja, stimmt. Schneckengel? Ja. Ja, dann gucken wir mal nach dem... Das gibt's da. Soll gut sein, ne? Ja. Dann werde ich mir auch mal Schneckengel... Also ich ekel mich davon nicht, wenn... Oder Aloe Vera. Aber manche kriegen auch davon Pickel, ich weiß nicht. Bei manchen Reaktionen, also bevor was reagiert, hat man sowieso immer Schmerzen oder irgendeine Reaktion, bis es zur Verbesserung kommt. Aber was, wenn es komplett... Das ist nie so komplett, boom, weg. Doch, bei manchen schon. Ich überlege die ganze Zeit, mit was ich so ein bisschen die Autofahrt überbrücken kann. War irgendwas in letzter Zeit? Wieder irgendwelche Rechtfertigungsakte? Nö. Also dass generell manche Videos von mir mit Absicht falsch. Wie soll der denn vorbeifahren, du Kunde? Der hupt und er sieht, dass er nicht vorbeikommt. Schau, mein Fenster offen. Kann er ja hören, aber er sieht doch, dass da ein LKW steht. Soll der jetzt rüberfliegen? Hat der Flügel, der Golf? Also manche Autofahrer, die sehen, dass da ein Hindernis ist und hupen trotzdem. Das ist ja sinnloses Aufgerege, aber die Logik manchmal. Ich glaube, das sind so Logikprobleme bei mir, mit denen ich absolut nicht klarkomme. Aber man kann sich ja wundern und... Maskenvideos kommen gut an. Also bei den Leuten, die es sehen wollten, freut mich natürlich. Bis jetzt, toi toi toi, hatte ich keine Maske bei, wo ich danach aussehe wie so ein Marienkäfer. Dann, ja, Real Talk am Samstag. Gibt es eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Die damit nicht einverstanden sind, kennzeichnen das. Und dann ist gut. Abschließend bleibe ich bei meiner Meinung. Also mir ist schon klar, dass so eine Themen wehtun. Aber ich meine, was soll ich da noch für Vergleiche ziehen? Also ich habe gesagt, zu dünn sein ist nicht schön. Genauso für die Gesundheit nicht schön. Fettleibig zu sein ist nicht schön. Ebenfalls gesundheitsbedingt ist es ein Risiko. Und wer nicht versteht, dass ich da keine Logik finde für Leute, die das noch fördern, indem sie eben nicht gesund essen und für ihre Fettleibigkeit vielleicht nichts können, aber trotzdem so ein bisschen daran denken, sich gesund zu ernähren, damit sie wenigstens einen Erhalt ihrer Organe haben und das Herz so ein bisschen entlasten. Ja, wer das nicht verstehen möchte, der will generell so Themen nicht verstehen, ne? Dann ist es so. Auch hier wieder, jeder soll so leben, wie er sich wohlfühlt. Auch hier kann ich sagen, ich wäre den meisten auch zu dünn. Und ja, dann ist es so. Was soll man denn machen? Aber ich finde es trotzdem unverantwortlich, wenn man damit so umgeht. Klar, ich mache ja auch genug Fehler im Leben, die nicht gesundheitsfördernd sind, sagen wir es mal so. Aber ich kontrolliere das bis zum gewissen Maß. Wie bekommt man ein Hühnerauge? Indem da, glaube ich, zu viel Druck ausgeübt wird. Vom Schuh oder wenn die Zehen so zusammen... Hast du ein Hühnerauge? Nein, aber ich habe gedacht, das wäre irgendwie so, wenn man auf Steinen läuft. Kann auch passieren, wenn man immer wieder so läuft, dass immer wieder diese Druckstelle da beansprucht wird. Dann bildet sich in der Mitte so ein härterer Druckkern und dann sieht es aus wie so ein Auge. Aber warum jetzt Hühnerauge? Vielleicht, weil die selber... Oder vielleicht sieht es einfach nur aus wie ein Hühnerauge. Warum heißen die denn Hühneraugen? Ja, ernsthaft. Also es sieht aus wie ein Auge, ja. Aber... Vielleicht sieht das Auge so aus wie von einem Huhn. Könnte sein. Boah, die Zippel müssen hier ab. Jetzt sehe ich es ganz stark. Aber ich wollte es trotzdem erstmal noch mit Öl pflegen. Seht ihr, sage ich auch. Ich bin ja auch nicht eine, die sagt, oh mein Gott, habe ich schöne Haare, trotz Extensions. Nichts kaputt gegangen, nur um stur zu sein. Natürlich machen Extensions die eigenen Haare kaputt, wenn man... Was ist denn hier? Ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß nicht, wo ich bin. Auch so. Dem Streckenverlauf 800 Meter folgen. Ich würde niemals sagen, dass ich gewisse Sachen kann, wenn ich sie nicht, wenn ich sie nicht kann. Also Navigation, Straßensystem, völlig blöd. Da bin ich völlig raus.
Ah, guck mal, bis hierhin kann man dann auch immer laufen. Da, wo wir immer, oder wo ihr immer dann aufgebt bei der S-Bahn. Wenn ich meine Videos mache, dann sind sie so gesprochen, wie ich es im Gespräch sagen würde, in so einer Talkrunde. Ah, okay, hier passt immer nur ein Auto durch. Na, auch nicht schlecht. Und alles andere, glaube ich, konnte man nicht falsch verstehen. Ja, auf jeden Fall, Spitzen muss ich schneiden. Sieht man ganz klar. Mache ich aber sowieso, bevor die Extensions wieder reinkommen, wird hier immer so ein Schnitt gemacht. Aber so muss ich sagen, sind die eigentlich auch gut nachgewachsen. Ich mag bloß eigentlich, die Länge ist okay. Mir geht es immer gar nicht so um die Haarverlängerung, eher so um die Haardichte. Aber mein Gott, finde ich jetzt auch gerade sehr angenehm. Man könnte denken, mir hat man hier irgendwie so einen Stufenschnitt reingeklatscht, der aber nicht gewollt war. Aber sitzt alles locker flockig und das ist echt mal angenehm. Also jemand, der keine Extensions im Kopf drin hat, der kann da gar nicht so mitsprechen. Man hat ja wirklich ständig so diese harten Keratin-Bondings dran, die man zwar irgendwann mit der Zeit vergisst. Es gibt auch Leute, die sind da total empfindlich und können damit gar nicht, weil eben auch die Pflege ganz aufwendig ist. Und jetzt gerade so den eigenen Kopf zu spüren, ist gerade sowieso eine Befreiung, ne? Und dann noch so schönes Wetter und mit diesen frisch gewaschenen Haaren und diesem Öl die ganzen Tage jetzt so immer wieder drin. Nach 300 Metern links abbiegen auf Marloer Straße. Was in den Videos auch wirklich sehr fettig dann aussieht, lag dann wirklich an meinem ausgewaschenen Haar und habe mit Absicht so ein bisschen Öl noch drin gelassen, was nicht sofort auswaschbar war, weil ich dachte, ist ein ganz guter Schutzfilm. Ich wusste gar nicht, dass wir hier in der Nähe ein Action haben. Also es ist ziemlich nah für mich, als wenn ich durch die Stadt fahren müsste nach, wo haben wir denn noch einen? In Wedding wäre einer gewesen. Ich glaube noch in Neukölln und in Marzahn, das sind ja Strecken, da komme ich gar nicht hin. Also natürlich komme ich da hin, aber der Weg ist einfach zu weit. Da bin ich jetzt um diese Uhrzeit locker, also 45 Minuten unterwegs. Mit Stau bestimmt noch länger. Und deswegen bietet sich gut an, jetzt nach Brandenburg rauszufahren. Wir sind jetzt hier in Birkenhain. Nur für die Berliner, die vielleicht auch südlich in Berlin wohnen, dass die dann so ein bisschen wissen, wo. Also ein Action war, glaube ich, noch in Marloh. Und ein Action in Ludwigsfelde. Den in Ludwigsfelde fahren wir jetzt an, ja. Und ich war da wirklich noch nie. Also jeder wird sich geistig jetzt denken, weil ich war echt noch nie im Action. Ich war auch noch nie im Müller. Also auch unsere Müller-Filialen zum Beispiel, so wie ihr das mit DM habt teilweise, dass ihr kein DM in der Nähe habt, geht es mir mit Action und Müller. Aber es wird wohl demnächst bei uns einer kommen. Sag mal, wo will der mich dann hinschicken? Nicht, dass ich wieder von der Suche irgendeinen anderen Action eingegeben habe und immer Zahn lande. Das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwelche Touch-Adressen da bedient habe. Dachte, okay, jetzt sitzt der Weg und lande sonst wo in Spandau oder so. Wir gucken einfach mal. Was ist denn jetzt hier los? Mitten auf der Autobahn? Du hast einen Kaffeebecher rausgeschmissen, das ist natürlich auch immer toll. Sachen aus dem Fenster werfen. Ohne Worte.
Was ist das? Doch. Ist es pur? 92%, keine Ahnung. Achso, hallo. Zwei Eiskaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß. Leo. Ja, auf jeden Fall Mambo. Und darf ich mich hier hinsetzen? So, Handy steht auf dem befüllten Korb. Schmeckt gut? Ja. Nee, wirklich, oder? Geil. Ja, lecker? Und das Gute bei Mango-Eis ist, dass es eine richtige Mango kalt mit Zucker oder so. Hier hast du noch einen Löffel gesehen. Schmeckt da wenigstens? Ja. Ach, du hast den von innen hochgedrückt. Schlau. So. Ah, der ist nicht komplett. Den kannst du doch nach innen drücken, dieses Plastikding hier. Ist ja cool. Hä? Ach so. Boah, ist sie. Also, wenn man sich in der Kamera sieht, dann hat man immer irgendwie Realitätsverluste. Tachchen, hab ich doch mal eingeführt, oder? Furchtbar. Realisiert man erst, wenn man sich selber ein paar Mal sieht und denkt sich auch so, Miranda, hast du einen am Helm? Du sagst ja niemand hallo, Tag. Das ist echt so eine verhaltene Gestik. Wüt. So, Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wurde sich auf Insta gewünscht, beziehungsweise hätte ich es eh abgedreht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja einen Vlog angefangen, den dürftet ihr im Voraus schon gesehen haben. Und ja, trotzdem waren einige daran interessiert, dass ich den Action Haul abdrehe. Ich muss sagen, heute war es ja mein erstes Mal, habe ich ja im Vlog erzählt. Muss ich jetzt nicht wieder hochtänzeln, ansonsten schlaft ihr wieder ein. Ja, im Vlog hatte ich auch erzählt, ich bin jetzt extensionfrei. Muss natürlich noch ein bisschen nachgeschnitten werden. Aber ich habe meine Extensions so weit zum Versenden, wartet mal, gewaschen. Weil ich schicke da bestimmt keine Keimhaare hin zum Rebonden. Das heißt, die werden dann alle gekürzt. Und da kommen dann neue Keratin-Bondings ran. Das war hier die hellere Version. Die ist auch viel, viel länger. Ich glaube, das waren 70 cm. Hat man immer gar nicht so gesehen, weil ich selber immer mit dem Zopf da sitze. Aber ich liebe ja auch Zopf und lange Haare. Das so kann ich euch nicht sagen, warum. Und das ist die dunklere Variante. Da sieht man auch den Vergleich. Natürlich muss ich die dann auch wieder schneiden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann sie reinkommen, weil auch im Vlog hatte ich gesagt, natürlich leiden Echthaare unter so einem Strapazen. Ne? Also Strapazen, ne? Man sieht ja auch hier die Spitzen, die müssen auf jeden Fall hier gekürzt werden. Das ist meine Eigenhaarlänge. Und ich fühle mich gerade echt wohl, auch, hatte ich auch im Vlog erwähnt, wegen der Problemkopfhaut. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen. Man sieht hier so den Farbunterschied. Und die habe ich übers Fenster gehangen zur Terrasse raus. Und natürlich können da auch Leute gucken. Und gerade von Weitem, die da nicht erkennen, was da los ist, dachte ich mir so, boah, bist du bescheuert. Also stellt euch mal vor, wenn man so eine Haare sieht, da denkt man ja wirklich, man liegt da so mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt und die Haare hängen dann aus dem Fenster. War mir ein bisschen unangenehm, aber letztendlich musste ich auch lachen. Irgendwie war hier keiner fragen, ob alles okay ist. Und ja, das sind immer noch die Haare, ich wollte es nur noch mal erwähnen, von Hair Fusion. Da bestelle ich ja jahrelang, da hat sich auch nichts dran geändert. Waren auch nie Werbevideos, ich habe die immer alleine bezahlt. Und deswegen, die halten ewig, Bombe, super, beste Qualität, die mir überhaupt unter die Finger gekommen ist. Für mich generell alleine, wer andere Erfahrungen gemacht hat mit anderen Verkäufern, das ist auch schön. Aber ich für mich kann sagen, Hair Fusion, also Hair Fusion, ist für mich immer noch nach all den Jahren absolut Top 1. Nichts Besseres bisher gefunden und seitdem ich die dort vor Jahren gekauft habe, auch nichts mehr anderes ausprobiert. Die sind echt wie Eigenhaar so strapazierfähig.
mit Hitze, mit Färben, alles. Man merkt einfach gar nicht, dass da ein Unterschied drin ist. Und die fühlen sich auch nicht irgendwie puppenhaarmäßig an. So, dann, was war das jetzt? Klatsch, Klappe, das zweite. Momentan bin ich echt auf Insta sehr, sehr aktiv, obwohl ich vor kurzem noch gesagt habe, Insta und Facebook ist nicht so meins. Okay, Facebook, da poste ich immer so meine Werbung für die Videos. Ich komme mit Facebook nicht klar, tut mir leid. Also die Zeit ist an mir vorbeigelaufen. Facebook war mal vor 10 Jahren in bei mir jetzt und ich komme da nicht mehr ran. Ne? Insta ist dann doch schon, wenn es dann auch so eine Knallbirne wie ich versteht, irgendwo interessanter, schneller gepostet unterwegs. Man wird da auch nicht so, och, nichts gegen liebe Kommentare oder Leute, aber auf Facebook, man merkt es immer wieder, es wird immer verwechselt mit einer Single-Börse und oder willst du abnehmen und bla und hey, wir Mädchen und nee, das nervt mich alles. Also es nervt mich einfach. Von Tosh habe ich mir von meinem Weihnachtsgutschein von meiner Großen noch zwei Ketten gekauft. Ich trage ja im Sommer, wenn es wirklich wenn es warm ist, luftige Sachen und ich liebe ja auch Armbänder über alles und deswegen, also noch luftiger geht's nicht. Ich fand dieses Gliederkettchen richtig süß und deswegen auch zwei. Scheiße, ich habe nur noch einen Balken. Ich muss mich beeilen. Also, Kilian hat sich von Action Chio-Chips mitgenommen, sind aber noch einige drin. Normalerweise schafft das die ganze Packung leer zu futtern. Preise, seid mir nicht sauer, habe ich jetzt keine Lust, alle zu erzählen. Nö, das schaffe ich sonst auch nicht in dem Rahmen. So, ich habe gefunden, eine Fußmaske, da bin ich zurzeit echt dran interessiert. Das ist aber auch eine, die keine Hornhaut entfernt. Ist auch gar nicht in meinem Sinne, weil ihr wisst, ich habe weiße, weiche Füße. Was ist denn jetzt los? Und ja, bei mir wäre es Quatsch. Also ich fühle mich mit meinen Füßen momentan so, wie sie sind, wohl und deswegen nur eine Pflegemaske. Dann habe ich hier noch so Fingerlinge für die Nagelhaut, eine Maske gefunden. Werde ich natürlich auch ausprobieren. Dann habe ich noch eine Maske Peel Off Gold Mask. Oder Gold Mask demnach. 5-mal, die gibt es auch bei Action. Kann ich euch wirklich erst erzählen, wenn es soweit ist. Dann waren für mich und meine Große sehr sinnvoll diese Fußlinge hier. Wenn man Sneaker, luftdurchlässige Sportschuhe trägt im Sommer, dann sieht das immer blöd aus, wenn da so dieser Rand von den Socken rausguckt. Das sind One Size. Waren auch nicht teuer, 1,19 €, glaube ich, pro Paar. Will jetzt nichts Falsches sagen. Soweit ich mich erinnere, war das so. Dann, meine Verspieltheit, fand ich die Ameisen ja total süß. Guckt mal. Für mich war es wie ein Spielzeugladen. Die fand ich total süß. Auch über 1 € und die kommen dann auf den Balkon oder Terrasse. Ich finde die total niedlich. Die haben mir echt gefallen. Haben auch hier so ein Wackeldackelkopf, da kann man sich ja blöd kaufen, tot kaufen. Dann noch braune, ungenietete Haargummis. Ihr wisst, ich brauche Gummis, die nicht genietet sind, damit die nicht in zwei Teile springen. Ja, Rubbelgewinnspiel. Ah, einen Code kann ich hier, einen Code, hört sich immer an wie Kacke, einen Code frei rubbeln, auch schön. Dann 4 so eine Schüsseln. Jo, 2 Bambusschüsseln. Oder ist das alles Bambus? Die waren nicht teuer. Unterm 1 € pro Stück. Also super. Dann habe ich für den Balkon mitgenommen. Incense Sticks. Das sind 15 Duftstäbe, die man anmachen kann. Naja, was sonst? Circa 41 cm eine Stange. Und ist ein Zitronella-Duft. Man sagt ja, Zitronella nach gibt es auch als Kerzen oder Cremes, dass das die Insekten abhält. Hier noch mein DM-Beutel. Ach, hier ist auch noch was drin. Einmal Bang. Silit Bang fürs Badezimmer, gleich XXL-Version. 600 Milliliter. Alles, was man da kauft, war teilweise unterm 1 €, knapp unter 2. 4 meine Peel-Off Glitter Mask. Probiere ich auch. Dann 2 Edelstahl.
Schüsselchen mit einem Durchmesser von 20 cm. Wenn man mal so Obstsalat macht oder ich schnippe ja gerne Obst oder Gemüse und lasse das dann einfach so stehen. Geht es ja auch wieder nach Spanien für Jolien dann hier ein Microfiber Beach Towel. Also das ist ein Badehandtuch aus Mikrostoff, wasserabweisend. Glaube ich, finde ich ganz cool, wenn man dann am Pool liegt oder am Strand. Und das Motiv wäre das. Fühlt sich an wie so ein Bettlaken, also ist nicht gepolstert. Ich denke mal für eine Liege oder man liegt ja auf dem Sand normalerweise, wenn man nicht gerade Felsen besucht. Dann hatte ich das in einem Video schon mal gesehen. Ein Haarentferner-Pad. Lacht mich jetzt nicht aus, aber ich rasiere mich ja wirklich komplett bis auf meine Birne. Und ich werde das am Arm ausprobieren. Kann so eine Fussel überall nicht ab. Denn es wurde gesagt, dass das wohl wirklich klappte. War auch unterm Euro. Dann hier noch eine Peel-Off-Maske. Normal Skin, also normale Haut. Kann ich euch reinhalten. Mit Aktivkohle. Ja, klar, wenn es schwarz ist. Aber hätte auch was anderes sein können. Dann hat sich Giselle ein Baby Lips von Maybelline mit reingenommen. Der ist ein bisschen gefärbt. In der roten Variante. Dann habe ich hier ein Cooling Bath Pillow, also ein Kissen, ein Badekissen. Ich habe ein Badekissen von Chibo, aber ich habe irgendwie festgestellt, dadurch, dass der mit Stoffbezug überzogen ist, habe ich immer Angst, dass der müffelt oder wenn der feucht wird vom Baden, ist ja immer dieser feuchte Bezug drüber und man kann den irgendwie außer in der Waschmaschine waschen, was ich natürlich schon gemacht habe, nicht reinigen. Und das, glaube ich, ist hier von der Hygiene her, wenn das wirklich hält, eine ganz, ganz gute Sache. Ich halte es nochmal rein. Gibt es natürlich auch in rosa und grau. Ich dachte mir, farblich zum Bad passt das ganz gut. Man hat dann hier zwei so eine Saugnäpfe. Alles klar. Die Gelkugeln haben eine kühlende Wirkung, mit Saugnäpfen einfach zu befestigen. Stützt Kopf und Nacken. Das berühmte Schleckenschleim. Schneckenschleim wurde ja oftmals schon hoch gehypt. Ich muss sagen, ich habe gar keine Erfahrung damit. Ich ekel mich jetzt auch nicht. Habe drei Töpfchen gekauft. Warum nicht erstmal einen probieren? Aber ich kann euch sagen, warum. Weil ich keine Lust habe, so weitere oder weite Strecken. Ist jetzt nicht so weit gewesen, aber wir sind ja auch drei Mädchen. Jeder kriegt so ein Töpfchen mit Schneckenschleim. Das ist Schneckengel und viele schwärmen ja wirklich davon. Das hat über 1 Euro gekostet. Einmal Aloe Vera. Gel, Body, Face and Hands, das ist hier so ein Topf mit, ich sag's euch gleich, wie viel ist hier drin? Ja, das ist ja auch egal, auf 300 Milliliter. Werde ich mal testen, ist jetzt zwar nicht 100% original, sondern 92% Gel. Was haben wir hier noch drin? Ja, macht jetzt keinen Sinn, hier alles vorzulesen, ist nicht viel. Jolien trägt gerne so eine, Jumpsuits. Ist doch richtig, oder? Jumpsuit. Ja, was überlege ich da? Und für 3 Euro noch was, kann man nicht meckern. Ich habe die Farbe in, ja, Leopardart Türkis. Dann nochmal die gleiche Version für 3,99 oder so mit Blümchenversion. Da sollte ich reinpassen. Schwarz lieb ich. Auch wenn sie nicht lange halten, sage ich immer wieder, mein Gott, selbst wenn sie nur den Frühling oder Sommer überstehen oder Gartenzeit, ist mir völlig egal. Ich brauche da keine hochwertigen Sachen, wenn ich einfach nur mal mitspielen will und es ist heiß und brauche irgendwas, was luftig locker ist oder im Urlaub oder sonst wo. Das gleiche nochmal als Kleidchen, hat mir als Version auf dem Foto ganz gut gefallen. Auch wieder mit so Schnürchen oben, ein längeres Kleid. Zwei Varianten, sowas lieb ich ja. So eine ganz, ganz einfachen Kleider mit einem Schlitz links und rechts. Ein schöner Stoff, gleiche in Blau. Ebenfalls links und rechts ein Schlitz. Ein schönes Dunkelblau. Auch ganz gut so für Badetage, wenn man mal wirklich irgendwo was rüberziehen muss, ganz schnell. Hier wieder kleine Strüppchen, wenn ich sowas tragen sollte oder trage, entferne ich die sowieso, damit man da nicht diese
gebräunten Schnürchen am Hals oder am Dekolleté zu hängen hat. Kilian hat sich einen Basketball mitgenommen, den müssen wir erstmal aufpumpen. Der hat knappe 5 Euro gekostet, das weiß ich noch, das hat er mir gesagt. Jo, für eins noch was, Sillet Bang, Kalkschmutz. Dann wirklich günstig, Mülltüten. Das sind 120 Liter, 10 Stück, auch 1 Euro noch was. Also garantiert nicht 2 Euro. Ach so, von dem Schneckenschleim hatten sie auch noch mal einmal eine Maske. Schneckenmaske, Hydro. Schneckenhydromaske. Muss ich mal gucken, wie ich das vertrage. Was ist Schneckenschleim? Also mir ist jetzt schon klar, ja, ich ekel mich auch nicht vor Schnecken. Vor Schnecken. Riecht total angenehm. Also ja klar, dass man jetzt hier nicht pures Gartenschneckenschleim oder Zuchtschneckenschleim hat. Boah, Schneckenschleim. Ist ein richtiges tolles Wort. Also ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass ich hier Schneckenschleim drauf hätte. Viele schreien ja Igitt, oh Gott. Angenehmer Duft. Wirklich schön wasserhaltig, Hydra-Basis. Mal gucken. Also wie gesagt, ich habe es jetzt wirklich nur mitgenommen, weil viele davon schwärmen. Und deswegen dachte ich mir, naja, wenn das andere vertragen, probiere ich es doch einfach mal. Irgendwann wird man seine Pflege haben, wo man von allen anderen Sachen Abstand nehmen kann. Einmal für Grundwäsche. Zweimal Akkus in der kleinen Version zum Aufladen. Lieber mehr investieren, als ständig immer Batterien zu verbrauchen in Mäusen, in LED-Sachen, je nachdem, wie man das braucht. Hier für Wundwäsche ein Korb, schön durchlüftet, sogar unten. Nicht, dass ich hier Sachen verloren habe, nee, das geht ja gar nicht. Und für Weißwäsche. Jo. Ebenfalls auch unten die gleiche Version. Ich glaube, noch eine Farbe hatten sie. Dunkelgrau, Anthrazit, keine Ahnung. Ja, ich bin durch. Ich habe es echt noch geschafft mit dem einen Akkubalken. Wollte ich noch was drehen? Nö. Das war's mit dem Action-Haul, mit dem Action-Einkauf. Ja. Also auf jeden Fall hat es mir sehr viel Freude gemacht, wie man sieht. Habe auf jeden Fall was gefunden. Am meisten freue ich mich ehrlich gesagt über diese Sachen, die man einfach nur locker leicht rüberziehen kann für 3 Euro. Und ein paar zerquetschte, wie gesagt, finde ich das gut. Ist jetzt hier Schnickschnack. Bei den Masken weiß ich auch nicht. Ist immer so ein gewagtes Kaufprojekt, wo man nicht weiß, was hat man da. Die Duftstäbe finde ich auch ganz gut. Und ja, ihr habt es ja alle gesehen. Also für den einen oder anderen wird auch so die Handbewegung bei sein, aber da ich nicht so oft zum Action komme, wie manch anderer von euch, werde ich das jetzt einfach mal so durchtesten, gucke mir die Qualität an und wenn die hält, tja, warum denn nicht, ne? Also so für Gartenkram und sowas alles findet man da sehr, sehr schöne Sachen, auch gerade so im Essbereich für die Gartenzeit und so. Fand ich von den Preisen her absolut okay, erschwinglich. Wenn man mich fragen würde, was war jetzt Trash-Produkt des Tages? Bestimmt garantiert hier mein Flitzeinfall wieder der Haarentferner oder das Haarentferner-Pad. Mit diesen Enthaarungspads entfernen sie schmerzlos ihre Körperhaare. Dank der feinen Mikrokristalle entfernen sie mühelos unerwünschte Haare und abgestorbene Hautzellen. Einfach anzuwenden. Ah ja, ah ja, ah ja. Naja, ich mecker oder finde öfter mal was trashig. Und dann stellt sich das nachher als wahrer Schatz raus. Passt mal auf. Aber natürlich werde ich euch darüber berichten oder davon berichten. Und mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, dass wir den Vlog so ein bisschen wieder ran gemacht haben, kommt ja dann auch wieder ein bisschen häufiger, wo es warm wird. Und ja, habt einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.